Ein hypothetischer Verrat. Ein hypothetischer Verrat. Ein Drama in einem Akt von Antil Morvir. Die Person. Malvasian, ein Hochelf-Kampfmagier. Insolia, eine Dunkelelf-Kampfmagierin. Dolcetus, ein Heiler aus Cyrodiil. Chiavas, ein argonischer Barbar, ein Geist, einige Banditen. Die Szene. Eldenwald. Nachdem der Vorhang sich gehoben hat, sehen wir die nebelige, labyrinthische Landschaft des legendären Eldenhain von Walenwald. Um uns herum hören wir das Geheul von Wölfen. Ein blutverschmiertes Echsenwesen, Chiavas, bricht durch die Äste eines der Bäume und inspiziert in die Gegend. Chiavas, die Luft ist rein. Insolia, eine wunderschöne Dunkelelf-Kampfmagierin, klettert vom Baum herunter, wobei der Barbar ihr hilft. Das Geräusch von nahen Schritten ist zu hören. Chiavas hält sein Schwert parat und Insolia bereitet sich vor, einen Zauber zu sprechen. Nichts geschieht. Insolia, ihr blutet. Ihr hättet das von Dolcetus heilen lassen sollen. Chiavas, er ist noch immer ausgelaugt von all den Zaubern, die er unter den Höhlen wirken musste. Mir geht es gut, wenn wir hier herauskommen. Und niemand ihn mehr braucht, nehme ich den letzten Heiltrank. Wo ist Malvasian? Malvasian, ein Hochelf-Kampfmagier und Dolcetus, ein Heiler aus Cyrodiil, tauchen aus dem Baum auf eine schwere Truhe zwischen sich tragend. Ungeschickt versuchen sie, vom Baum herunterzuklettern und gleichzeitig ihre Beute zu tragen. Malvasian, hier bin ich nun. Aber warum ich die schwere Last trage, geht über meinen Verstand. Ich dachte immer, der Vorteil der Höhlenforschung mit einem großen Barbaren sei, dass er die ganze Beute trägt. Chiavas, wenn ich sie trüge, wären meine Hände zu voll zum Kämpfen. Und sagt mir, wenn ich mich irre, aber keiner von euch dreien hat noch genug Magie übrig, um hier lebendig wieder herauszukommen, nicht? Nachdem ihr all diese Kolosse dort unter der Erde elektrisiert und mit Explosion weggeblasen habt. Dolcetus, Homunculi. Chiavas, keine Sorge, ich werde nicht das tun, was ihr denkt, was ich tun werde. Insolia unschuldig. Und das wäre, Chiavas, euch alle töten und die Ebenerzrüstung für mich behalten. Gesteht es? Ihr dachtet, dass ich das vorhabe. Dolcetus, was für ein vollkommen grauenhafter Gedanke. Ich habe niemals gedacht, dass jemand, egal wie gemein und verkommen, zu Lia. Warum nicht? Aber Sian, er braucht Träger, wie er sagte. Er kann nicht gleichzeitig die Truhe tragen und die Bewohner von Eldenhain abwehren. Dolcetus, aber Stendar. Von allen schäbigen, verschwörerischen, typischen Argoniern. Zu Lia, und warum braucht ihr mich lebendig? Chiavas, nicht notwendigerweise, außer dass ihr hübscher seid als die anderen beiden, jedenfalls für einen Weichhaut. Und wenn etwas verfolgt, könnte es zuerst auf euch losgehen. Ein Geräusch in den nahen Büschen ist zu hören. Chiavas, geht und überprüft das. Und zu Lea, es ist wohl ein Wolf. Diese Wälder sind voll davon. Überprüft ihr das? Chiavas, ihr braucht die Wahl, Insolia, geht und ihr werdet vielleicht leben. Bleibt hier und ihr werdet bestimmt nicht weiterleben. Insolia überlegt und geht dann zu den Büschen. Chiavas, zu Malvasian und Dolcetus. Der König von Silvena wird einen Haufen Geld für die Rüstung bezahlen, aber wir können es netter und unter dreien als unter vieren aufteilen. Insolia, ihr habt vollkommen recht. Insolia schwirrt plötzlich zur Decke der Bühne empor. Ein halbdurchsichtiger Geist erscheint aus dem Busch und stürzt sich auf die Person, die ihm am nächsten ist, nämlich Chiavas. Während der Barbar schreit und mit dem Schwert nach ihm schlägt, richtet der Geist Wirbelgasexplosion auf ihn. Er zerfällt auf dem Boden. Er wendet sich nun von dem Heiler Dolcetus zu und während der Geist seine Eiseskälte auf den unglückseligen Dolcetus konzentriert, schleudert Malvasian einen Feuerball auf ihn, der ihn in die neblige Luft verdampfen lässt. Insolia schwebt zurück zum Boden,
bin, weil Vasian die Körper von den Chetos und Chiavas untersucht, die beide kreideweiß von der aussaugenden Kraft des Geistes sind. Weil Vasian, ihr hattet also doch noch ein wenig Magie übrig. Insulia, so wie ihr, sind sie tot? Vasian nimmt den Heiltrank aus der Chetos Bündel. Vasian, ja. Glücklicherweise ist der Heiltrank beim Fall nicht zerbrochen. Nun, ich denke, es bleiben nur wir beide, um die Belohnung einzuheimen, Insulia. Wir kommen hier ohne die Hilfe des anderen nicht raus. Ob es euch gefällt oder nicht. Die beiden Kampfmagier haben die Truhe hoch und beginnen vorsichtig durch das Unterholz zu trotten. Von Zeit zu Zeit halten sie beim Geräusch von Schritten oder anderen unheimlichen Geräuschen an. Vasian, lasst mich sicherstellen, dass ich es verstanden habe. Ihr habt ein wenig Magie übrig, also habt ihr entschieden, Chiavas zur Zielscheibe des Geistes zu machen und mich dazu zu zwingen, den größten Teil meiner begrenzten Reserven zu nutzen, den Geist zu zerstören, sodass ich nicht mächtiger bin als ihr. Das ist ein erstklassiger Plan. Und zu dir, danke. Es ist nur logisch. Habt ihr genug Kraft, um weitere Zauber zu sprechen? Vasian, natürlich. Ein erfahrener Kampfmagier kennt immer einige kleine, aber höchst wirksame Zauber für solche Gelegenheiten. Ich vermute, dass auch ihr noch ein paar Tricks im Ärmel habt. Und zu der selbstverständlich, wie ihr sagtet. Sie halten für einen Moment an, als ein grauenhaftes Geheul die Luft durchdringt. Als es schwächer wird, stopfen sie langsam weiter. Und zu dir, nur als geistige Übung frage ich mich, welchen Zauber ihr über mich sprechet, wenn wir es ohne weitere Kämpfe hier rausschaffen würden. Aber Sian, ich hoffe, ihr unterstellt mir nicht, dass ich davon träume, euch zu töten, um den Schatz für mich allein zu behalten. Zulia, natürlich nicht. Auch ich würde euch das nicht antun, es ist bloß eine geistige Übung. Aber Sian, nun, wenn das so ist, sehe ich als geistige Übung. Ich würde vielleicht einen Egelzauber über euch sprechen, um euch eure Lebenskraft zu entziehen, um mich selbst zu heilen. Schließlich gibt es Banditen auf der Straße zwischen hier und Silvana. Dein verwundeter Kampfmagier mit einem wertvollen Artefakt würde ein verlockendes Ziel abgeben. Ich fände es schrecklich, Ellenhain überlebt zu haben, nur um dann unter freiem Himmel zu sterben. Zulia, das ist eine gut durchdachte Antwort. Was mich betrifft, ich sage nicht, dass ich es jemals tun würde, aber ich denke, ein plötzlicher elektrischer Blitz würde meinen Absichten vortrefflich dienen. Ich stimme euch über die Gefahren der Banditen zu, aber vergesst nicht, dass wir noch einen Heiltrank haben. Ich könnte euch mit Leichtigkeit töten und mich selbst bis zur vollen Leistungsfähigkeit heilen. Aber sehr wahr. Es wäre dann die Frage, wessen Zauber in dem Moment wirksamer ist. Wenn unsere Zauber einander entgegenwirken, ich also eure Lebenskraft aussaugen würde, nur um dann von eurem Blitzstrahl verkrüppelt zu werden, könnten wir beide getötet werden. Oder dem Tode so nahe sein, dass ein bloßer Heiltrank keinem von uns helfen würde, geschweige denn uns beiden. Wie ironisch wäre es doch, wenn zwei intelligente Kampfmagier, und ich behaupte nicht, dass wir intelligent sind, aber für den Zweck dieser geistigen Übung, wenn so zwei intelligente Kampfmagier am Rande des Todes wären, vollständig ohne Magie und nur noch einen Heiltrank übrig hätten. Wer würde ihn dann bekommen? Insulia, logischerweise ihr, denn ihr seid derjenige, der ihn bei sich trägt. Nun, was wäre, wenn einer von uns nun verwundet wäre, aber nicht tot? Aber sie an die Logik würde vorschreiben, dass ein intriganter Kampfmagier den Heiltrank nehmen und den Verwundeten der Gnade der Elemente überlassen würde, vermute ich. Und zu dir, das erscheint mir höchst vernünftig. Aber stellt euch nun vor, dass die Kampfmagier, obwohl sie sicherlich intrigante Charakterzüge haben, einen gewissen Respekt füreinander erhegen würden. Vielleicht würde der Siegreiche in diesem Fall den Trank zum Beispiel hoch oben auf einem Baum in der Nähe seines oder ihres ernstlich verwundeten Opfers hinterlegen. Dann, wenn der Verwundete genug Magie wiederhergestellt hätte, könnte er oder sie zu den Zweigen des Baums schweben und sich den Trank holen. Zu dieser Zeit hätte der siegreiche Kampfmagier die Belohnung bereits eingestrichen. Als ein Geräusch den nahen Büschen dringt, halten sie erneut für einen Moment an. Vorsichtig klettern sie über die Zweige eines Baumes, um den Verursacher des Geräusches zu umgehen. Aber sie sagen, ich verstehe, was sie sagt, aber es erscheint untypisch für unseren hypothetischen, intelligenten Kampfmagier sein Opfer, ihr Leben zu lassen. Zulia, möglicherweise. Aber ich habe beobachtet, dass die meisten intriganten Kampfmagier das Gefühl genießen, jemanden im Kampf geschlagen zu haben und dass das Opfer am Leben gelassen wird, um mit der Erniedrigung leben zu müssen. Aber Sian, diese hypothetischen intriganten Kampfmagier scheinen aufgeregt. Tageslicht, seht ihr es? Die beiden Hüschen über die Zweige verschwinden hinter einem Busch, sodass sie nicht mehr sehen können. Jedoch sehen wir das schimmernde Sonnenlicht, aber sie sind hinter dem hohen Busch. Wir haben es geschafft.
Jedenfalls hinter dem hohen Busch. In der Tat. Es gibt eine plötzliche Explosion elektrischer Energie und ein wildheulende Aura aus rotem Licht und dann Stille. Nach einigen Momenten hören wir, dass jemand den Baum hinaufklettert. Es ist Malvasian, der den Trank hoch oben in Essen versteckt. Er kichert leise, während er wieder hinunterklettert. Dann fällt der Vorhang. Epilog. Der Vorhang öffnet sich über eine Straße nach Silvana. Eine Meute Banditen hat Malvasian umzingelt, welcher sich schwer auf seinen Stab stützt und kaum stehen kann. Mit Leichtigkeit nehmen sie ihm die Truhe ab. Bandit 1. Ha, was haben wir denn hier? Wisst ihr denn nicht, dass es nicht sicher ist, auf der Straße unterwegs zu sein, so krank wie ihr seid? Kommt, wir helfen euch mit eurer Last. Aber sie entschwächt. Bitte, lasst mich in Ruhe. Bandit 2. Macht schon. Kampfmagier. Kämpft mit uns darum. Aber Sen. Ich kann nicht. Zu schwach. Plötzlich fliegt Insulia bei und Blitzstrahlen schießen aus ihren Fingern und auf die Banditen, die schleunigst fortrennen. Sie landet auf dem Boden, hebt die Truhe. Aber Sen bricht zusammen. Sterbt. Aber Sen. Kein hypothetisch. Was wäre, wenn eine Kampfmagierin einen Zauber über einen anderen sprechen würde, der ihm aber nicht sofort Schaden zufügt, sondern ihm die Energie und Lebenskraft Stück für Stück entziehen wird, sodass er es zu dieser Zeit noch nicht weiß, sich aber zuversichtlich genug fühlt, den Heiltrank zurückzulassen? Insulia, eine sehr verrätische Kampfmagierin würde sie sein. Aber sie an. Und rein hypothetisch würde sie vielleicht ihrem gefallenen Widersacher helfen, sodass sie seine Erniedrigung genießen kann, weiterzuleben? Zulia, nach meiner Erfahrung rein hypothetisch. Nein, sie scheint mir kein Schwachmat zu sein. Während Zulia die Truhe in Richtung Silvana fortschleppt und Malvasian auf der Bühne stirbt, fällt der Vorhang. Ende.